Hallo, Herr Dr. Matthias Riedel. Ich freue mich sehr, dass Sie schon zum zweiten Mal hier Gast in meinem Podcast sind. Und die meisten Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen von Ihren Büchern. Natürlich auch aus dem TV kennt man Sie ganz viel, unter anderem auch bei der Eat Smarter. Sie haben jetzt ganz neu eine eigene App. Darüber sprechen wir nachher auch. Und sind ärztlicher Leiter, Direktor des Medikum in Hamburg, das damals erste Diabeteszentrum in Deutschland. Und bei Ihnen dreht sich alles um gesunde Ernährung, gesund bleiben, Prävention. Und ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich sehr. Ja, moin moin aus Hamburg. Ich freue mich, dabei zu sein. Genau, ich habe heute gedacht, wir sprechen über das Thema Zucker, denn da sind Sie natürlich auch der absolute Experte, bieten auch ganz viel rund um das Thema Zucker an. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, Online-Kurse oder auch in Ihrer App. Und das Thema Zucker ist ja wirklich ein sehr großes Thema, was auch teilweise oder nicht teilweise, ich glaube, uns alle natürlich betrifft. Alle, die gesund leben möchten, sollten natürlich auf ihren Zuckerkonsum achten. Vielleicht mögen Sie da einmal einsteigen. Warum ist das Thema Zucker so ein großes Thema? Was macht Zucker mit uns oder auch unserer Gesundheit? Was passiert bei viel zu viel Zuckerkonsum? Vielleicht steigen Sie da mal ein. Gerne, ja. Also wenn ich aus meiner jetzt ja schon mehrere Jahrzehnten Erfahrung das überblicke, dann muss ich sagen, dass Zucker wahrscheinlich eigentlich eines unserer größten Probleme überhaupt ist. Wahrscheinlich das größte Problem. Einfach deshalb, weil wir entwicklungsgeschichtlich auf süß getrimmt sind und süß bedeutet für uns Energie, da sind also Kohlenhydrate drin und zwar in reinster Form, also jede Menge, was so sehr süß ist, enthält einfach sehr viel Energie und was sehr süß ist, ist eben auch meistens nicht giftig. So, und in dieser Falle, in dieser evolutionär entwicklungsgeschichtlichen Falle sitzen wir gefangen. Und diese Falle hat dann zugeschnappt, als die Nahrungsmittelindustrie das richtig begriffen hat. Mit der Low-Fat-Ära hatte die Nahrungsmittelindustrie natürlich gleich einen super Geschmack an der Hand, nämlich das Süße, und hat es überall reingemischt. Und dadurch wurden wir eben durch den Drang hin, Fett zu vermeiden, hin in den süßen Geschmack getrieben. Und da befinden wir, in dieser Falle befinden wir uns seit vielen Jahrzehnten. Mittlerweile hat in unseren Lebensmitteln eine derartige Inflation des Geschmacks süß stattgefunden. 80% der Lebensmittel im Supermarkt sind maßlos, und ich sage maßlos überzuckert, sodass man sie eigentlich gar nicht kaufen sollte oder nur ab und zu. Und fast alle Kindercerealien sind das auch noch. Das heißt, da wird dann schon gleich die nächste Generation mit rangezogen und das stumpft unseren Süßgeschmack ab. Das heißt, wir können sogar ganz total überzuckerte Produkte ertragen, ohne dass wir das eklig finden, ohne dass wir es zu süß finden, und nehmen damit dann eine Menge an Energie auf. Und das Ganze wird dann nochmal dadurch weiter verschlimmert, dass wer sich nicht richtig satt isst, der hat dann gleich wieder Hunger, und das ist das zweite Problem, das ist das Snacking. Und wenn wir da auch noch Süßes snacken, dann sind wir tatsächlich, dann haben wir ein Problem. Ja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, evolutionsbedingt können wir uns eigentlich gar nicht wehren. Wir sind ja an Zucker gewöhnt, auch Muttermilch ist süß, in der Natur gehen davon eben keine Gefahren aus. Aber wie schaffen wir, also es ist ja hauptsächlich dann der industrielle Zucker, der zugesetzte Zucker, den Sie als gefährlich beschreiben würden. Auf das Thema Fruchtzucker würde ich auch nachher auf jeden Fall noch mal gerne zu sprechen kommen, denn da ist ja auch oft die Verwirrung und die Angst sehr groß. Aber wie viel Zucker, vielleicht erstmal zum Einstieg, würden Sie als okay bezeichnen? Oder gibt es überhaupt sowas, was man als Wert nennen kann? Es gibt ja oft von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entsprechende Empfehlungen, oder woran halten wir uns im Alltag am besten Ihrer Meinung nach? Ja, so Grenzwerte, die verleiten ja immer dazu, dass man sie auch wirklich einhalten will. Das ist jetzt bei den Grenzwerten nicht wie bei der roten Ampel. Bei der roten Ampel haben wir keinen Spielraum, muss man anhalten, sonst gibt es eine Sanktion.
Bei den Grenzwerten liegt die Weltgesundheitsorganisation bei 25 Gramm. Andere Fachgesellschaften erlauben dann auch schon mal 50 Gramm. Aber das ist ja ein rein akademischer Wert. Und gemeint ist damit übrigens der Zucker, den wir selber ins Essen tun, der in Fertiggerichten und in Fruchtsäften. Ja, also ganz wichtig, Fruchtsäfte sind eben auch eine wichtige Zuckerquelle. Natürlich auch Limonaden, das ist ganz klar. Also alles, das ist für mich auch ein Fertiggericht, eine Limonade. Ne? Also alles, was man also an künstlich gesüßten Lebensmitteln zu sich nimmt, das sollte unter 25, vielleicht auch noch unter 50 Gramm, wenn wir die anderen Fachgesellschaften mit dazu nehmen, dann sollte das da drunter liegen. Aber das ist erstmal schon mal ein Wert, wo jeder sagen würde, oh, liege ich vielleicht runter, vielleicht liege ich auch drüber. Ehrlich gesagt, kaum einer weiß, wo er liegt. Und das ist dann schon mal das Problem. Und vielen Menschen ist auch nicht bewusst, wo überall Zucker versteckt ist und wie viel und wie der Zucker heißt. Und das macht das Ganze tatsächlich zu einer Detektivarbeit. Und deshalb möchte ich einfach mal behaupten, dass kaum jemand weiß, wie viel Zucker er überhaupt zu sich nimmt. Und damit sind wir dann schon zum Kern vorgestoßen nach dem Motto, was mache ich denn jetzt, wenn ich weiß, dass Zucker so ungesund ist, dass Zucker einfach leere Kalorien sind, dass wir davon dick werden, dass wir damit sogar Krebs fördern. Mhm. Also es gibt viele, viele Gründe, weshalb man von diesem Zuckerberg runter muss. Also ganz erschütternd finde ich übrigens auch die neuen Daten, die wir haben, dass der Darmkrebs bei jungen Männern bis 30 am Steigen ist, deutlich zugenommen hat. Und die Erklärung dafür ist, dass ein zuckerhaltiges Essen oder viel zuckerhaltiges Essen in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter den Wachstums und die Erklärung ist, dass ein zuckerhaltiges Essen in der Jugend unter den vielen Wachstumshormonen, was die jungen Menschen ja eben haben, dazu führt, dass vermehrt Krebs entsteht. Und wir haben, also es verdichten sich immer mehr auch die Hinweise, dass wir wissen, dass Zucker direkt mit unserem geistigen, mit unserer geistigen Leistung korreliert, auch mit der körperlichen Leistung. Also der Zucker, zu viel Zuckerkonsum verschlechtert unsere geistige Leistung. Und ganz neu, ganz frisch, Daten, die noch nicht veröffentlicht sind, habe ich von Professor Wölber aus Freiburg, die stehen jetzt an, diese Daten. Und die haben festgestellt, dass der Zuckerkonsum direkt damit korreliert, ob unser Zahnfleisch zur Entzündung neigt oder nicht. Er sagt, das ist ein Zitat von Professor Wölber, also ein sehr, sehr engagierter in der Ernährung, sehr engagierter Zahnarzt, der sagt, wir putzen das Problem nur weg, aber das Problem wird gegessen, das kommt über den Zucker. Also eine Zahnfleischentzündung, kann man heute sagen, wird zum wesentlichen Teil auch durch einen hohen Zuckerkonsum mitgefördert. Und an dieser Zahnfleischentzündung, ganz nebenbei, da hängt dann das Risiko für Arterienverkalkung, für Depressionen, für Krebs auch mit dran. Also man schiebt damit eine ganze Kaskade von Fehlentwicklungen an, sodass man sagen muss, wir müssen an das Zuckerproblem. Das haben Sie gerade schon angesprochen, das Thema Entzündungen, also auch in Verbindung mit Krebs entstehen, weil einfach im Körper zu viele Entzündungsbotenstoffe gebildet werden und das dann wiederum weitere, also quasi wie so ein Rattenschwanz sich fortführt und dann richtig, weitere Auswirkungen einfach hat auf unterschiedlichen Ebenen. Genau, also der Zucker und das ist das, was man ihm auch noch anhängen muss, da erfordert eben im Körper die Entzündungsneigung. Der Körper hat eine gut regulierte Entzündungsneigung. Wenn wir zur Welt kommen, da muss der Körper ja ständig entscheiden, wehre ich mich gegen Bakterien, gegen Viren und so weiter. Das muss gut justiert sein. Und diese Justierung, die kann durch einen hohen, dauerhaft hohen Zuckerkonsum defekt werden, in dem Sinne, dass dieses Entzündungssystem überreagiert und dann mit Kanonen, muss man sagen, auf Spatzen schießt. Das haben wir zuletzt eindrucksvoll mitbekommen in der Corona-Epidemie auf den Intensivstationen. Und da ist es genau das, dass diese entfesselte Entzündungsbereitschaft dann zusammen mit dem Coronavirus dazu führt, dass die Lungen zerstört werden. Weil nämlich dann das Immunsystem völlig entfesselt natürlich das Virus beseitigen muss, aber darum geht es dann schon gar nicht mehr. Das Ganze geht so diffus ab, dieser Zerstörungsprozess, dass die Lunge Schaden nimmt, selbst wenn das Virus schon nicht mehr da ist. Und
Natürlich hängen da auch noch andere entzündliche Erkrankungen mit dran, wie rheumatische Erkrankungen. Ob ich jetzt zum Beispiel ein beschädigtes Gelenk habe, das kann dort auch vermehrt Schmerzen verursachen. Und letztlich, nicht zuletzt, ist ein Übermaß an Entzündung im Gewebe auch immer ein Risikofaktor für eine Krebsentstehung. Mhm. Also wir lernen, sage ich mal so, wir verstehen immer mehr, welchen Riesenschaden ein hoher Zuckerkonsum bei uns anrichtet. Und das Bild wird immer klarer. Das wird immer klarer, und bisher ist es ja so, dass die Zuckerindustrie gesagt hat, ja, also jetzt beweis mir das mal. Die Beweise kommen jetzt Stück für Stück auf den Tisch. Mm, ja, und also was ich auf jeden Fall auch gelesen habe, weiß ich nicht, ob Sie das auch so bestätigen können oder da auch entsprechende Ergebnisse haben, ist, dass ja zum Beispiel auch gerade mit dem Hautbild Zucker ganz viel macht. Ne? Also ja. Richtung der Kollagenfasern eigentlich die komplett verzuckert oder verklebt, sodass dass sie gar nicht mehr elastisch sind. Also auch wenn man, zwar jetzt ein anderes Thema, aber ja, weil ich mich damit sehr beschäftige, auch ja. wenn man einfach so Richtung ja. Ja, Anti-Aging vorsorgen möchte, dass man da einfach auch schauen muss. Genau, Gewebealterung, Hautalterung, und auch da haben wir auch klare Daten. Wir können zum Beispiel feststellen, wenn jemand regelmäßig Nüsse isst, hat das festgestellt bei einem Versuch mit Mandeln, dann kann das Hautbild geglättet werden, mhm. ja, die Faltentiefe verringert werden, übrigens auch die Entzündungsbereitschaft bei Sonneneinstrahlung sinkt, also die Neigung zu Sonnenbrand sinkt auch. Und bei Zucker haben wir das Gegenteil, also das Hautbild kann sich verschlechtern. Und dazu kommt noch, wer unter Akne leidet, der hat dann mehr Hautentzündung, mhm. Neurodermitis beispielsweise oder Schuppenflechte. Das sind natürlich auch nochmal Erkrankungen der Haut, die darunter richtig aufblühen können, aber auch die Gesichtsrose beispielsweise. Also mhm. ganz ehrlich, es gibt kaum eine Erkrankung, bei dem ein hoher Zuckerkonsum nicht Schaden befürchtet. Ja, und was passiert bei Zucker im Körper, wenn ich jetzt zu viel Zucker esse oder generell Zucker esse? Wir haben ja vorhin schon von den leeren Kohlenhydraten gesprochen, das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt an. Und was muss sich diejenige, die jetzt zuhören, darunter vorstellen, was passiert dann in dem Moment, wenn ich vor allen Dingen diesen raffinierten Zucker, den ohne zusätzliche, ich sage jetzt mal noch weitere Nährwerte, wobei da sprechen wir ja gleich auch nochmal dazu, wenn jetzt Zucker aus seiner natürlichen Form, aus Obst und Gemüse kommt, das ist ja dann wieder natürlich auch was anderes, als wenn ich Zucker in seiner isolierten Form aufnehme. Was passiert da zum Beispiel, wenn ich jetzt am Morgen wenig Zeit habe und ich esse jetzt schnell das Croissant mit Schokocreme, noch der gezuckerten Schokocreme ganz dick obendrauf? Genau. Also das ist tatsächlich ein Worst Case. Das Croissant mit Schokocreme, das enthält eben dann auch noch viel entzündungsfördernde Arachidonsäure, mehr als ein mhm. Schweineschnitzel. Und insofern kann man sich vorstellen, dass das nicht täglich gegessen werden sollte. Also was passiert? Ich esse Zucker, der wird sehr, sehr gut aufgenommen dann im Blut. Und es kommt zu einem raschen, ganz schnellen Blutzuckeranstieg. Und darauf reagiert der Körper natürlich. Der muss ja diesen Blutzucker wieder absenken. Und der Zucker muss irgendwo hin. Und das macht eben das Insulin. Und Insulin hat leider auch noch einen Nebeneffekt. Es baut Fettgewebe auf. Das heißt, wenn ich einen hohen Blutzuckerspiegel habe, habe ich immer viel Insulin im Blut und bin immer im Fettaufbaumodus. Mhm. Ganz besonders schlimm ist das, wenn ich eben auch noch ständig Zucker snacke. Dann bin ich sozusagen in einem Mastprinzip und kann gar nicht mehr abnehmen. Dieser Blutzuckeranstieg ist mit das Grundübel. Und es ist in der Entwicklungsgeschichte des Menschen nicht vorgesehen, dass man so viel reinen Zucker, das gibt es in der Natur ja nicht, also, es sei denn, man überfällt ein Bienenvolk. Ja, und das wird einem auch nicht so häufig gelingen und isst dann den Zucker. Aber, und das haben Sie gerade richtig gesagt, der Zucker halt im Gemüse, was ja unser Hauptnahrungsmittel ist, der ist eingepackt, da sind Ballaststoffe dabei, der liegt in einer höhergradigen Form vor. Also das dauert, bis ich diesen Zucker verdaut und aufgespalten habe und bis es da zu einem milden, und das ist wichtig, milden Blutzuckeranstieg kommt, der dann nur wenig und kurzfristig Insulin braucht.
drauf, im Gegensatz zu eben so einem Schokoladencroissant. Und dieses Auf und Ab, das macht jetzt zwei Dinge. Einmal sorgt es dafür, dass die Bauchspeicheldrüse stark belastet wird. Das geht in Richtung Diabetesentstehung. Zum anderen bedeutet aber dieses Hoch und Runter jeweils auch eine Veränderung unserer Psyche. Weil wenn ich jetzt ganz hoch schieße, dann habe ich also klar, habe ich bei diesem Schokoladencroissant vielleicht diesen kurzzeitigen Glückseffekt, der ist aber nur ganz kurzzeitig da und dann saust der Blutzuckerspiegel durch das Insulin wieder runter, geht es mir nach einer halben Stunde schon wieder schlechter, richtig satt bin ich dann auch nicht und nach zwei Stunden habe ich das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwas anderes essen und wenn ich dann durch den Hauptbahnhof gehe, dann ist es vielleicht nochmal ein Kuchen dazu und dann geht das Spiel wieder von vorne. Mhm. Das ist das Problem, es verändert unsere Psyche, es macht uns gereizter, es verschlechtert unsere Kognition, wie die Psychologen sagen, also unsere Fähigkeit, geistig zu arbeiten, wird schlechter, sodass also dieses Mehr von, ich nehme jetzt mal Traubenzucker zur Prüfung, Energie fürs Gehirn, das ist natürlich Quatsch, im Gegenteil, man kann sich mit Traubenzucker während der Prüfung sogar noch die Gehirnleistung verschlechtern. Also das ist ein Teil von dem, was passiert und wenn ich das auch noch chronisch mache, dann kriege ich schlechte Laune, dann kann ich Entzündungen überall fördern, auch im Gehirn, was sogar auch dann Depressivität fördert und wir kriegen überhaupt den Zusammenhang zwischen dem Zuckerkonsum und der Psyche ja gar nicht hin. Da kein Mensch wird denken, naja, weil ich jetzt hier die letzten Jahre und Monate viel Zucker gegessen habe, bin ich einfach schlechter drauf. Mhm. Aber das ist so. Das kann dabei eine Rolle spielen. Wir wissen heute, dass Ernährung 30% der Depression ausmachen kann. Mhm. Und also das heißt, also gut, Zucker haben wir jetzt auf jeden Fall gelernt, dass egal in welcher Form, ein zu viel auf jeden Fall schädlich ist und das ganz viele Auswirkungen haben kann. Und wie würden Sie jetzt als Experte sagen, wie finden wir für uns einen gesunden Umgang im Alltag? Weil so komplett natürlich so wenig Zucker wie möglich. Es gibt, man liest und hört von diesen gesünderen Alternativen. Können Sie da auch was empfehlen oder sagen Sie grundsätzlich, man muss für sich mit Zucker einen achtsamen Umgang finden, weil egal aus welcher Quelle er stammt, ist er einfach im zu viel ungesund. Genau so ist das. Also wir müssen uns mit dem Zucker arrangieren, wir müssen lernen, mit ihm umzugehen. Und das ist nicht leicht. Also erstmal geht es darum, diese Inflation des Geschmacks süß, der überall in allen Gerichten einfach im Übermaß vorhanden ist, dass wir das reduzieren. Das heißt auch, wir müssen aufpassen, wo ist versteckter Zucker drin, wie zum Beispiel jetzt bei Weißkrautsalat, den ich vorgefertigt kaufen kann, haben wir dann manchmal schon 10% Zucker oder mehr. Das ahnen wir gar nicht, weil der ja säuerlich ist. Ja? Gerade in so süß-säuerlichen Speisen können wir schlecht abschätzen, dass da viel Zucker drin ist und wie viel Zucker drin ist. Das heißt also, einmal gucken, wenn man schon fertig Produkte kauft, einmal schauen, wie viel Zucker ist da drin. Und das einfach strikt meiden und einfach Produkte nehmen mit weniger Zucker. Das betrifft natürlich auch die Schokolade, den höheren Kakaoanteil bevorzugen. Und das heißt auch, im Umgang mit Süßigkeiten, sich das portionieren, sich es hinlegen, was man isst und nicht abends aus der Tüte naschen und am Ende des Films, verstellt man fest, die Tüte ist leer. Wir können uns dem nicht überlassen, weil wir haben dort keine gute Intuition, mit Zucker umzugehen. Das ist das eine. Also wir müssen insgesamt versuchen, Zucker zu reduzieren, wo es geht. Nicht in den Kaffee, nicht in den Tee. Weniger süße Süßigkeiten und weniger gesüßte Fertigprodukte essen, auch mal mehr selber. Und das ist das eine. Es gibt natürlich auch Alternativen. Wenn man aber mit den Alternativen genauso rumaßt wie mit dem Zucker, dann werde ich ja nicht empfindlicher gegenüber der Süße. Und dann habe ich immer noch diese Zuckerinflation. Das heißt, mit Zuckerersatz vorsichtig umgehen. Leider sind Süßstoffe keine gute Alternative, weil Süßstoffe eben, und da kommen wir jetzt zunehmend hinter, auch die Fähigkeit haben, unsere Darmflora negativ zu beeinflussen und sogar selber diabetesfördernd sein können, ne, durch die Veränderung der Darmflora. Also das ist ein heißes Eisen, deshalb versuche ich, also ich esse gar keine Süßstoffe. Manchmal ist es nicht zu vermeiden, dann sind sie in irgendwelchen Fertigprodukten drin, schmeckt das raus, ich lasse diese Fertigprodukte dann aber beim nächsten Mal im Regal stehen. Ganz wichtig, davon die Finger lassen. Auch da ist die Frage natürlich, die Dosis macht das Gift und je mehr man davon zu sich nimmt, desto schlechter. Und kein Mensch hätte sich damals bei der Zulassung
der Süßstoffe im Traum ausgemalt, wo das überall drin stecken würde. Das macht sozusagen, das übergießt uns geradezu mit Süßstoff. Das ist das eine. Das andere ist, man hat es damals gar nicht auf die Darmflora getestet. Mhm. Und jetzt berufen sich natürlich alle Hersteller auf diese alten Studien und sagen, ja, es reagiert ja nicht jeder darauf, das mit einer Veränderung der Darmflora. Ja, aber es gibt empfindliche Menschen, die darauf so reagieren. Deshalb sind die keine Alternative, aber man könnte noch Xylit und Erythrit versuchen, als Ersatz, also als kalorienreduzierten Ersatz zu verwenden zum Süßen. Das ist eine Möglichkeit, ansonsten lieber verzichten. Aber was das Allerwichtigste ist, sich erstmal einen Überblick darüber zu verschaffen, ist Zucker mein Problem? Wie groß ist das Problem? Wie viel Zucker nehme ich zu mir? Liege ich bei 150 Gramm beim Dreifachen der Empfehlung oder sogar beim Dreifachen der Empfehlung der Fachgesellschaften oder ist es das ja sogar das Sechsfache der Weltgesundheitsorganisation? Und ich kann sagen, ja, viele liegen sogar deutlich über 100. Und darüber muss man sich erstmal einen Überblick verschaffen. Und Alternativen, also Sie haben gerade schon zwei aufgezählt. Haben Sie noch andere Alternativen? Oder also man hat ja auch, also gerade Stichwort Sirup, der ja oftmals sogar noch viel schädlicher sein kann, wenn es um die Verstoffwechselung der an der Leber geht, Fruchtzucker. Vielleicht mögen Sie da noch mal kurz was zu sagen, weil ich weiß, dass das für viele immer ein großes Thema ist, auch das Thema Trockenfrüchte, genau. Ja, richtig. Also Zucker hat ja viele Namen und einer dieser Namen ist auch Fructose. Fructose hat eine bestimmte Sonderstellung fatalerweise. Das zeigt, wie irranfällig tatsächlich auch die Medizin ist. Vor 20 Jahren wurde ja noch Fructose fleißig als Süßungsmittel für Diabetiker vor 30 Jahren wurde ja noch Fructose als Süßungsmittel für Diabetiker empfohlen. Und heute weiß man, damit hat man Öl ins Feuer gegossen. Was Fructose nämlich macht, ist, sie landet direkt in der Leber, wird direkt in die Leber transportiert, dort verstoffwechselt und führt zu einer schnellen und nachhaltigen Verfettung des Organs. Und wie wir jetzt eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelernt haben, ist die Leberverfettung eine der wichtigsten Ursachen für Diabetes Typ 2 überhaupt. Das hat man sozusagen mit diesen fructosehaltigen Diätprodukten den Menschen sogar mehr geschadet als genutzt. Die Diätprodukte mit Fructose sind weg. Die gibt es eben seit, ich glaube, 15 Jahren nicht mehr oder vielleicht sogar schon seit 20. Aber das ist auch einer der großen Irrtümer in der Medizin und in der Diabetologie. Aber wir haben gelernt, dass Fructose eine Gefahr für uns darstellt, sogar auch für die Schlanken unter uns. Denn wenn wir einen zu hohen Fructosekonsum haben, dann laufen wir Gefahr, dass unsere Leber verfettet. Und diese Leberverfettung, die macht eben nicht nur... Sorry, ich muss es leider ausmachen. Entschuldigung. Kein Problem. Kann ich zurückrufen? Ich bin dann Talk. Wer ist dran? Ah, alles klar. Ja. Ja, gerne. Ja, tschüss. So, das habe ich ganz vergessen. So, jetzt ist es aber aus. ich war stehen geblieben, da war... bei der Fructose... Genau. Und ja, die Fettleber wiederum macht eben nicht nur ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes, sondern sie mindert unsere Leistungsfähigkeit. Man muss sich das so vorstellen, die Leber ist unser wichtigstes Stoffwechselorgan. Das ist also die Fabrik, in der wird alles hergestellt, alles abgebaut. So. Und wenn die verfettet ist, und die kann zum Teil so stark verfettet sein, dass sie bis zum 2- bis 3-fachen der Größe einnimmt. So. Das macht natürlich Bauchschmerz. Die Leute kriegen Druck im Bauch, die fühlen sich nicht mehr, sie fühlen sich schlapp. Und das ist in nicht wenigen Fällen auch ein Grund für Befindlichkeitsstörungen. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder dritte Deutsche eine Fettleber hat und jeder zweite Diabetiker und sogar schlanke Menschen nicht davor gefeit sind, eine Fettleber zu bekommen, wenn sie eben nur genug Fructose zu sich nehmen, dann hat man das ganze Ausmaß schon begriffen. Wir haben Sportler kennengelernt, die wirklich intensiv Sport machen, aber durch ihre Fitnessdrinks so viel Fruchtzucker zu sich genommen haben, dass sie eine Fettleber bekommen. Das geht, obwohl sie rank und schlank und durchtrainiert sind.
Das heißt, man muss jetzt gucken, und da war das Stichwort gerade eben Trockenfrüchte. Ja, Trockenfrüchte sind sozusagen ein Konzentrat von Fruchtzucker. Und natürlich sind Trockenfrüchte auch gesund, aber auch da macht die Dosis das Gift. Aber da, wo es einfach vermeidbar ist, das muss man sagen, das sind natürlich die Fertigprodukte, wo die Nahrungsmittelindustrie stellt diesen sehr preiswerten Stoff natürlich überall in ihren Produkten ein. Und da haben sie dann so schöne Namen wie Kornsirup oder ähnliche Substanzen. Und da haben die dann schön verwirrende Namen wie Fructose-Sirup oder Kornsirup oder ähnliches. Das fällt eben alles unter fruktosehaltige Beimengungen und damit nehmen wir eine ganze Menge aus. Und die dritte Quelle ist eben der Fruchtzucker. Also wenn ich, und die dritte Quelle ist eben der Zucker in Fruchtsäften. Und wir würden ja niemals beispielsweise 5, 6 Apfelsinen essen. Dann wären wir vorher satt, weil das Volumen ist viel zu groß. Und das ist ja auch gut verpackt in Ballaststoffen und im Gewebe. Wenn wir aber Orangensaft trinken, dann schaffen wir das ganz locker, mal eben mit so einem halben Liter 4, 5 Apfelsinen zu trinken und haben damit den Fruchtzucker von diesen Apfelsinen getrunken. Und das muss man sagen, Fruchtzucker in Fruchtsäften ist ein großes Risiko. Man sollte ihn also nicht aus großen Bechern trinken, sondern mal vielleicht einen kleinen Saft nebenbei zum Essen. Da fördert er durch seinen Vitamin-C-Gehalt immer auch noch die Eisenaufnahme. Aber ein großer Becher oder sogar ein Liter Fruchtsaft sind für unseren Organismus 100%ig zu viel. Auch, oder würden Sie es bestätigen, auch Fruchtsmoothies? Ja. Also auch ein Thema, ne? Genau, Smoothies sind eine ganz tolle Sache. Leider gleiten die Smoothies, weil sie natürlich dann sehr süß sind, gleiten bei vielen die Smoothies in so ein Fruchtsmoothie ab. Und je mehr Frucht da drin ist, und besonders Frucht von sehr zuckerhaltigen Früchten, wie jetzt beispielsweise die Mango oder Weintrauben oder die Banane als spitzengesüßte Frucht, desto ungünstiger für uns. Wir sollten versuchen, auch da abzurüsten, Zucker abzurüsten und eher mehr einen Gemüsesmoothie zu machen mit leichter geschmacklicher Fruchtbeimengung, vielleicht zuckerarme Beeren. Das ist dann besser. Genau. Jetzt haben Sie schon gerade gesagt, es gibt ja eben auch Unterscheidungen, auch bei den gesunden Lebensmitteln, also zuckerärmere, als Beispiel Obstsorten, auf die zu greifen, anstelle von Banane eher Richtung Beeren. Ist es so, also ich höre oder lese auch immer wieder mal, gerade Thema Bananen, die ja sehr zuckerreich sind, oder auch Weintrauben, dass manche davon sogar abraten, Experten diese Dinge zu konsumieren. Wie sehen Sie das? Ja, ganz klar. Leider erlebe ich das halt immer wieder, auch bei meinen Patienten, dass wenn halt die Fruchtsaison ist, Fruchtsaison für Weintrauben beispielsweise, dann wird die Blutzuckereinstellung schlechter, weil die dann also so ein ganzes Paket Weintrauben aufessen. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Menschen, die eine Kohlenhydratstoffwechselstörung haben, wie beim Diabetes, die sollten solche Früchte meiden. Das wären also Weintrauben, sollten gemieden werden. Die sollten auch die handelsüblichen Bananen meiden. Und ich erinnere in dem Zusammenhang immer gern daran, dass der Zoo in Melbourne 2018 seine handelsüblichen Bananen von der Speisekarte der Affen gestrichen hat, weil sie einfach Zivilisationskrankheiten bekommen haben. Und dann gab es wieder die Urbananen, die übrigens auch noch in Portugal. Ich habe in Portugal die Apfelbanane mal probiert. Die ist etwas kürzer und dicker und enthält auch noch richtig Samen. Und die sind für Diabetiker viel geeigneter. Die schmecken total nach Banane und weniger süß. Und die Zuchtbanane, die wir hier überall kaufen können, die ist ja überzüchtet und ist so süß. Klar, wenn man sie dann besser verkaufen konnte, die würde ich Menschen mit Übergewicht und Diabetikern bis zu einer halben Banane nur raten und nicht täglich. Aber wenn man, ich sag mal, ein gesunder Mensch, der auch Sportler ist, haben Sie da jetzt keine Bedenken? Oder essen Sie selber Bananen? Ja, ich esse Bananen meistens, wenn ich im Urlaub bin, wenn sie dort wachsen. Ja, so sozusagen regionales Essen, also wie jetzt auch die Apfelbanane in Portugal. Das ist dann natürlich ein Hochgenuss, das ist ja eine Delikatesse. Aber ansonsten esse ich Bananen, ab und zu mal Bio-Bananen hier.
Aber Bananen esse ich relativ selten. Das ist ein vermeidbarer Zucker. Das ist eine vermeidbare Zuckeraufnahme. Aber wer mit seiner Ernährung top dasteht und kein Problem mit Süßigkeiten hat und mit Zucker gut umgehen kann und gesund und sportlich ist, kein Thema. Da können natürlich auch gern Bananen gegessen werden. Es ist sogar ein ganz tolles Produkt vorm Sport, im Abstand vorm Sport, wenn man längerfristig Sport machen will, um immer so ein bisschen Kohlenhydrate aufzuladen. Oder auch nach dem Sport in einem Gemüse-Eiweiß-Smoothie zum Muskelaufbau, da kann man die auch mit einsetzen. Denn Bananen enthalten ja auch sehr viele gesunde Ballaststoffe und auch Kalium, das muss ja auch wieder Blutdruck senken. Was kann die Banane dafür, dass sie so hochgezüchtet wurde? Das ist halt das leider das Problem. Ja, und im Alltag haben Sie jetzt schon gesagt, wie finden wir einen gesunden Umgang? Also wir müssen einfach sehr genau schauen, ne, wo versteckt sich überall Zucker, dann auf unseren eigenen Zuckerkonsum schauen. Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele schwierig ist. Wie würden Sie, haben Sie da Tipps, wie man am besten vorgehen kann Ja, direkt? also die Zuckermisere ist tatsächlich so schwierig, dass man da ein bisschen Detektivarbeit machen muss. Aber das ist keine Sorge, das ist auch relativ einfach zu machen. Und jeder hat ja so seinen eigenen Zugang zu einer Problematik. Wir haben ja auch mit den Ernährungsdocs ein Zuckerfrei-Buch rausgebracht. Also der eine liest gerne was und informiert sich über die Tricks der Lebensmittelindustrie und worauf man achten muss. Andere wiederum, weiß ich eben aus der praktischen Erfahrung, die machen gerne Online-Kurse, weil die da eine Community haben, weil sie Fragen stellen können und weil sie so ein Programm haben, was sie abarbeiten können und sind damit sehr erfolgreich. Wir machen gerade mit Eat Smarter einen zuckerfreien Kurs, der auch sehr, sehr gut angenommen wird und damit ja auch ein großes Problem löst. Und in diesem Zuckerkurs bin ich dann auch einmal im Monat immer im Chat für Fragen dabei, sodass man konkret seine Situation besprechen kann. Was mache ich? Wie löse ich meine Probleme? Also das kann ich empfehlen. Und für die digital Affinen eben ganz neu, wir haben die My Food Doctor App herausgebracht nach 3 Jahren Entwicklungszeit, endlich fertig. Das war wirklich viel, viel Arbeit, weil es ist die erste deutsche Ernährungstherapie-App überhaupt. Und das Ganze funktioniert halt über ein Tagebuch. Man gibt dort alles ein, was man isst und ganz toll, Fertigprodukte, man ja nicht so viel essen sollte. Ne? Aber die haben ja so ein Barcode und da kann man den Barcode scannen und dann hat man sein Tagebuch innerhalb weniger Minuten für den Tag eingegeben. Und das Tolle ist, diese App analysiert, was wir gegessen haben, analysiert die Fehler, analysiert die Mengen. Kalorien sind natürlich auch dabei, ist klar, aber analysiert die Proteinmenge. Das ist sozusagen der natürliche Gegenspieler vom Zucker. Das ist der natürliche Gegenspieler vom Zucker, der macht uns satt und verhindert, dass wir Zucker essen. Und natürlich die Zuckermenge wird gezählt, auch die von dem versteckten Zucker. Und dann hat man schwarz auf weiß tatsächlich mal eine Analyse seiner eigenen Ernährung. Und auch die anderen Fehler, die da noch beim Essen sind, die werden auch genau analysiert. Und die App schlägt dann ganz intelligent und individuell vor, was man machen kann, wie man da rauskommen kann. Und es gibt dort auch viele, viele Informationen rund um zuckerfreier Essen. Man kann mit dieser App sozusagen eine Ernährungstherapie online digital machen. Und das ist sozusagen der Volkswagen der Ernährungstherapie. Der ist dann von Flensburg bis Passau überall verfügbar. Und wer damit nicht klarkommt, das ist jetzt dann das nächste Level. Wer sagt, also ich komme mit meinem Zuckerkonsum nicht klar. Ich habe da suchtähnliches Verhalten. Ich weiß nicht, wie ich es ersetzen soll. Der wendet sich einfach an eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, wie es das Medikum Hamburg ist. Und da können wir natürlich auch so eine Ernährungsanalyse machen und coachen, was kann ich stattdessen essen? Wie komme ich aus diesen Fehlern raus oder auch aus anderen Fehlern? Das wäre sozusagen die Kaskade vom Buch über den Online-Kurs mit Eat Smarter oder die My Food Doctor App oder hin tatsächlich eine Beratung in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, die übrigens auch online geht, also man als Videosprechstunde. Und auch das ist dann von Flensburg bis Passau möglich. Also das wäre so das, was derzeit im Angebot ist. Und da sieht man dann ganz klar, das ist mein Problem. So löse ich das. Und ich lasse mir sozusagen, oder ich schneide mir mein neues Leben und merke sehr schnell, wie fit ich dann damit bin. Ja, spannend. Also ich glaube, da kommt jeder und jede auf seine, ihre Kosten Richtung
gesund bleiben, gesund erhalten, Zucker reduzieren. Die Links packe ich natürlich hier alle in die Shownotes, dass jeder auch den direkten Zugriff hat. Die App finde ich super spannend. Also haben Sie ja gesagt, die ist jetzt relativ neu noch auf dem Markt. Die kann, also die ist ja nicht komplett nur auf das Thema Zucker zugeschnitten, ne? Also richtig, genau. Das wäre jetzt, also Zucker, die löst natürlich auch noch viele andere Probleme. Also sie ist optimal, wenn man Diabetes hat, wenn man abnehmen will, wenn man Bluthochdruck hat, wenn man seine Ernährung gesünder machen will, Anti-Aging mehr umstellen will. Da sind sehr viele kleine Kursprogramme drin, ein Wissensteil, ausführliche Analysen. Und das Tollste dabei ist, und das gibt es auch wirklich nirgendwo, man kann hinterher seine Tagebücher runterladen, exportieren und dann zu einem Berater schicken und dann einen Online-Termin machen und sagen, hier, guck mal, das ist mein Tagebuch, das habe ich versucht, da war ich erfolgreich, das habe ich noch nicht so geschafft, kannst du mir helfen? Und diese Beratung, diese Online-Beratung, die wird dann auch eben von der Kasse bezuschusst auf Antrag. Also das kann ich auch nur jedem, der, sag ich mal, selber sich nicht am Kragen aus dem Dreck ziehen kann, sage ich mal jetzt ganz gut, dem kann ich das nur anraten. Und wir sind dabei, sie auch zertifizieren zu lassen bei den Krankenkassen. Irgendwann, wenn die Bürokratie das einmal geregelt hat, wir sind schon seit einem halben Jahr in diesem Prozess, dann wird es auch eine Präventivform davon geben und die wird dann auch erstattbar sein. Aber das Ganze ist, die App ist eben so neu, dass die Behörden einfach damit Schwierigkeiten haben, das zu verstehen. Die haben aber auch noch nicht mal ein Handy, um es auszuprobieren. Also prüfen das, muss man mal so sagen, die prüfen das anhand von Papierunterlagen. Das wäre ungefähr so, wenn ich ein Auto zur Zulassung einreiche und der Prüfer sich das Auto anhand der Bedienungsanleitung und einer Beschreibung durchlesen will. Das geht nicht. Das muss man einfach mal selber erfahren. Aber gut, das ist Deutschland digital, was noch zu lernen hat. Ne? Aber das ist schon halt eine App für die Zukunft. Das ist das, was das große Thema ist. Ernährungstherapie wird digitaler und wird da zusätzliche Hilfen geben. Und das wird uns einen enormen Schritt voranbringen. Super. Ja, toll. Also freue ich mich auch schon drauf. Da werde ich mal reinschauen, auf jeden Fall. Ja, super. Und genau, also jetzt haben wir schon eigentlich relativ viel zum Thema Zucker abgefrühstückt, sage ich jetzt mal so. Essenspausen sind ja auf jeden Fall vielleicht das noch so zum Abschluss auch für alle wichtig. Sie haben es vorhin mal eingangs angesprochen, das Thema Snacken ist ein großes Problem, einfach weil da immer was mit unserem Blutzuckerspiegel in dem Moment auch passiert und den einfach mal über bestimmte also Essenspausen, Abstände, die wir einhalten zwischen den Mahlzeiten, auch runterfahren lassen, ne? Dass er sich mal beruhigt. Das ist, wäre auch so ein Tipp noch für Sie im Alltag. Genau. Ne? Das ist tatsächlich, wenn Zucker das Problem Nummer eins ist, dann ist das Snacking mit Sicherheit das Problem Nummer zwei. Und wie häufig wir was in den Mund stecken, das haben wir manchmal gar nicht so richtig im Blick. Also ich habe es ja gelernt, darauf zu achten, und das ist auch mein Beruf. Aber ich weiß selber, wie schwer es mir fällt und bei diesem vielen Angebot an Snacks in unserer Gesellschaft, bei Konferenzen, unterwegs, da ist es ein großes Problem. Da sitzt man im Flugzeug und da kriegt man schon gleich ein Schokoladentäfelchen gereicht. Diese Dinge, da muss man schon widerstehen und eine Tagebuchführung, die zwingt einen erstmalig, sich einfach mal Gedanken zu machen, was mache ich da eigentlich? Und damit ist das der erste Schritt. Also sich klar zu machen, was mache ich hier eigentlich, ja? Und dann merkt man, jetzt habe ich hier noch eine Mahlzeit eingegeben, noch mal eine Mahlzeit und komme hier locker auf 6-7 Mahlzeiten, wenn ich das mal alles schön protokolliere. Mhm. Und man muss dazu sagen, sogar der Kaffee mit Milch ist ein Snack, ja? Also alles, was Kalorien enthält, was Kohlenhydrate enthält, ist ein Snack. Genau. Und deshalb muss man sich das mal klar machen. Genau, das wollte ich auch gerade noch anfügen, weil viele meinen ja dann ein gesunder Snack, ob es jetzt vielleicht die Banane dann ist oder der Apfel oder die Nüsse, die ja schon gesund sind, aber man sollte sich immer dessen bewusst sein, dass es in dem Moment natürlich auch wieder als Snack gesehen, also zwischen den Mahlzeiten werden. So ist das. Es unterbricht sozusagen die Selbstreinigungskraft des Körpers immer und treibt den Insulinspiegel nach oben. Und mit dem Insulinspiegel, der oben ist, können wir schlecht abnehmen. Und es gibt tatsächlich so ein Ranking der Snacks nach gesundheitlich sozusagen. Also
Der beste Snack sind natürlich Mandeln, klar, auch mal Gemüsesticks, ja. Dann kommen wir nachher zu den zuckerarmen Früchten, aber auch mal Käsewürfel beispielsweise, weil das den Blutzucker nicht so treibt. Aber am anderen Ende der Skala ist es natürlich der Kuchen und die süße Schokolade. Ne? Das ist natürlich, das ist so die Skala von gut bis schlecht. Aber, völlig richtig, ein Snack ist ein Snack. Es gibt gesündere, es gibt schlechtere. Aber wenn es gesnackt werden muss, dann bitte eher dann wenigstens ein gesund. Genau. Und ja, meine Frage noch an Sie. Essen Sie denn überhaupt noch Snacks, also ungesunde Snacks in Form von Kuchen oder mal einen Schokoriegel, ohne dass Sie, ja gut, in dem Moment sind Sie sich natürlich schon bewusst, dass es jetzt nicht so gut ist, aber das essen Sie das überhaupt noch? Ja, also doch, ja. Also wir haben ja einen Grundsatz in der Ernährungsmedizin, und zwar Verbote sind verboten und flexible Kontrolle. Das heißt, ich weiß, dass ich es darf. Und das sollte sich jeder auch klar machen, weil wenn man das Gefühl hat, ich darf es gar nicht, dann verstößt man gegen die Regel. Und wenn man gegen die Regel verstoßen hat, dann verstößt man nochmal gegen die Regel. Und irgendwann sagt man, die Regel hat ja keinen Sinn für mich, ich lasse sie fahren. Deshalb ist es besser zu sagen, okay, heute esse ich mal Kuchen. Und das ist jetzt mal so. Ja? Da muss ich mir aber überlegen, muss es morgen wieder sein. Was ich grundsätzlich mache, selbstgemachten Kuchen esse. Ich esse sonst, also nur selbstgemachten Kuchen. Ich war gerade in Portugal im Urlaub und die haben, es war so auf dem Dorf, und die haben wirklich Kuchen selber gemacht. Also nichts aus der Großbäckerei. So, wirklich, Mutti hat zu Hause, Vati weiß ich jetzt auch nicht, aber da hat jemand den Kuchen gemacht und das schmeckt man. Dann esse ich ihn auch, aber ich teile ihn mir immer. Und ich weiß auch ganz genau, was ich da mache. Ich weiß auch, der Urlaub ist ja irgendwann zu Ende. Ich mache es auch nicht täglich. Aber ja, sonst esse ich keinen Kuchen, und ich überlege mir tatsächlich bei jedem Snack, muss das sein. Und in der Praxis bekommen wir auch sehr viele Geschenke, manchmal ganz fragwürdige Pralinen. Wenn ich da reinbeiße und ich denke, oh Gott, die schmeckt ja fürchterlich, das ist so ein fettiges, süßes Zeug, ich spuck's dann oft aus. Weil das ist es mir jetzt nicht wert, das wird jetzt nicht runtergeschluckt, das muss es nicht sein. Es muss es aber schon wert sein, es muss wirklich ein Genuss sein auch. Und ich bin einfach dafür empfänglich, besonders wenn ich gestresst bin und schlechte Laune habe. Also ich glaube, das weiß aber auch jeder. Und es macht ja eben nur diesen kurzfristigen Kick der guten Laune. Das weiß ich auch, aber trotzdem verstoße ich manchmal dagegen. Aber auch ich habe so meine Kämpfe damit auszustellen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für alle noch mal ein bisschen beruhigend zu hören und auf jeden Fall auch absolut sympathisch und menschlich. Und ich bin immer auch jemand dafür oder sehr dafür, und das weiß auch die Community, dass es am Ende immer die Balance ist im Alltag, dass wir da einfach für uns einen guten Weg finden müssen und uns dann in diesen Phasen bewusst sein müssen, dass es jetzt vielleicht nicht so gut ist, dass es aber einfach mal sein darf und ich dann am nächsten Tag wieder neu ansetze. Genau, genau. Das ist tatsächlich ein Credo, das haben Sie so schön zusammengefasst, ein Credo der modernen Ernährungsmedizin. Und es ist halt wie mit dem Geld ausgeben. Ne? Ich kann ja mal mir ein Kleid für 100, 200, 300 Euro kaufen. Das kann ich mir nicht jeden Nachmittag machen. Genau, ja. Zum Abschluss meines Podcasts habe ich immer noch eine Frage an meine Gäste. Und zwar, wenn Sie irgendwann ganz lange auf Ihr Leben zurückblicken, was würden Sie sagen, sind so die drei Dinge, wenn man sie denn so zusammenfassen kann, für mehr Glück, Gesundheit und Zufriedenheit in Ihrem Leben gewesen? Die Dinge, die ich hätte besser machen können, oder Dinge, die das ausgemacht haben. Die mich zufrieden und glücklich machen. Ja, für mich ist Sport ein wichtiger Quell von Ausgleich und Zufriedenheit. Ich muss sagen, ich könnte mein Leben, meine 70-Stunden-Woche nicht mit regelmäßig. Ich muss sagen, ich könnte meine 70-Stunden-Woche ohne regelmäßig Sport nicht durchhalten. Und für mich ist immer Highlight des Jahres, wenn ich zum Wellenreiten fahren kann, weil das mache ich seit 35 Jahren. Das ist für mich immer Ausscheiden aus der Welt. Das ist Kampf mit der Natur. Und das macht mich wirklich mega glücklich. Das ist sozusagen für mich die Königsdisziplin des Sports. Sonst schwimme ich gern und ich bewege mich gern, Tennis, all das Ganze. Das ist für mich ein Quell und Gemeinschaft, also sozialen Hintergrund, eine gute Beziehung und Freunde, mit denen man sich trifft, bei denen man weiß, da kann ich so sein, wie ich bin, und da wird nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Das sind die, und
Für mich ist der dritte Pol der Kontakt zur Natur. Der Aufenthalt in der Natur, was ich beim Surfen übrigens dann immer gleich mit dabei habe. Es ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl, in den Wellen zu schaukeln und auf irgendwelche Inseln zu schauen oder grüne Hänge. Das ist einfach ein Wahnsinn. Und der Kontakt zur Natur, ich habe einen sehr naturnahen Garten. Wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich Gänse, Rehe und Schlangen. Das ist für mich, bedeutet für mich sehr viel. Das gibt mir Kraft und ich weiß auch, dass ich als Mensch Teil der Natur bin und in der Natur fühlen wir uns, also ich mich, am wohlsten. Und Grün ist für mich auch etwas, was für mich wirklich beruhigend ist und der Geruch der Natur. Und ja. Das alles. Also diese drei Dinge sind natürlich noch viele andere Sachen, aber das fällt mir jetzt so auf. Sehr schön. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich hier nochmal für das ausführliche Gespräch bedanken und für die ganzen Infos und Tipps und das viele Wissen rund um das Thema Zucker, aber auch allgemein um das Thema Gesundheit. Und ja, wie gesagt, für alle, die jetzt mehr erfahren möchten und loslegen möchten, die finden alle Links direkt zur Website, zu ihren Büchern, zur App und so weiter in den Shownotes. Und ja, möchte ich mich nochmal an der Stelle hier ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich auch für das Interview. Hat mir sehr, sehr, sehr Spaß gemacht.